So, meine sehr geehrten Damen und Herren, aber so ein Jahresempfang, der bietet natürlich auch nochmal Gelegenheit, nicht wie so in der Stadtratssitzung, in der Kreistagssitzung oder in sonstigen Gremien, so die kleinen Themen, die wir jede Woche dort diskutieren, anzugehen, sondern auch nochmal so ein bisschen größeren Blick auf den Rhein-Erft-Kreis zu werfen. Und als ich mich so vorbereitet habe für heute, da habe ich mir die Frage gestellt, brauchen wir den Rhein-Erft-Kreis überhaupt? Da werden jetzt einige aus den Städten sagen, Kreise, da gab es ja auch schon mal Diskussionen, Kreise können wir auflösen, brauchen wir gar nicht. Da gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Ansätze, sowas zu machen. Zweite Möglichkeit ist natürlich zu sagen, wir lassen das einfach so weiterlaufen, wie wir das aktuell haben. Ich glaube, das ist aber auch nicht nur die richtige Möglichkeit, denn im Moment haben wir eine Kreispolitik, wo so jeder, klar werden die Pflichtaufgaben alle erledigt, die im Gesetz stehen, dafür haben wir genug gute Verwaltungsmitarbeiter im Kreishaus sitzen. Aber ansonsten, wenn man so Kreispolitik, das, was wir gestalten können im Kreis, sich mal anschaut, dann ist das im Moment so, naja, ich will es mal ein bisschen despektierlich sagen, jeder bekommt seine Spielwiese, die einen bekommen einen Verein zur Förderung des Tourismus, obwohl das meiste an Förderung macht ja sowieso das Phantasialand, die brauchen so einen Verein eigentlich gar nicht. Die anderen bekommen ein Energiekompetenzzentrum, tolles Gebäude, aber so richtig genau wissen wir auch nicht, was wir damit machen sollen. Demnächst kommt dann vielleicht noch das Projekt Gümlicher Mühle, was ja ein tolles Teil ist, aber ist das eine Kreisaufgabe, wissen wir nicht so genau, kommt dazu. Und dann stellen wir fest, wenn wir so den Strich unter das alles ziehen, so eine gute Million kommt da jährlich zusammen, die wir dafür ausgeben. Ich glaube, das kann auch nicht Kreispolitik sein. Und deshalb komme ich zu der dritten Variante. Eigentlich bräuchten wir einen starken Kreis, der die Aufgaben auch schultert, wo jede einzelne Stadt, jede einzelne Kommune auch überfordert ist. Nee, nicht überfordert, das ist das falsche Wort, sondern wo es besser ist, diese Aufgaben gemeinsam zu erledigen und gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, wo es vielleicht das eine gibt, wo die eine Kommune es besser dann auch erledigen kann, wo sie die Räumlichkeiten für haben, wo sie die Flächen für haben, und ein anderer Bereich kann dann woanders gemacht werden. Also Aussage ganz klar, wir brauchen einen starken Kreis, wo wir auch diese Region weiter wirtschaftlich stark, sozial und ja, für die Zukunft fit fahren. Ich will das an ein paar Beispielen deutlich machen, wie ich mir das vorstelle. Das erste, ich habe es gerade bei der Begrüßung schon gesagt, ist das Thema Wohnen. Wenn wir mal schauen, wie wird das in den nächsten Jahren aussehen? Gut 20 Jahre weiter werden wir im Rhein-Erft-Kreis 37.000 Menschen mehr haben. Jetzt braucht keiner sagen, das sind Zahlen von dem Tim. Nee, nee. Das sind die vom Statistischen Landesamt, IT-NRW. Und der Wesselinger Bürgermeister ist ja da. Wesseling hat 37.000 Einwohner. Die kämen jetzt nochmal on top. Und das sind die Zahlen, ohne alle Diskussionen um Flüchtlinge, auch nicht die Flüchtlinge, die jetzt schon im Rhein-Erft-Kreis da sind. Das sind Zahlen, die im Endeffekt davor entstanden sind. Damit ist der Rhein-Erft-Kreis der Kreis in ganz Nordrhein-Westfalen mit 8,2% Wachstum, der das größte Bevölkerungswachstum prognostiziert bekommt. Und es gibt sogar noch Studien, Bertelsmann-Stiftung etc., die sagen, eigentlich wird es noch mehr. Und wenn wir uns auch mal die Großstadt Köln anschauen, 100.000 bis 200.000 Leute werden in Köln sich mehr ansiedeln. So, die werden nicht alle in Köln, auch nicht in Bergisch Gladbach oder in den anderen umliegenden Kommunen Platz finden, sondern da werden auch eine Menge in den Rhein-Erft-Kreis kommen. So, jetzt kann man sagen, das ist ja alles Aufgabe der Städte, die müssen Baugebiete ausweisen, da muss man gucken, in der Landesplanung muss da auch ein bisschen was zutun, LEP-Diskussion, Flächenverbrauch. Ja, das ist alles richtig, aber ich sage, es ist eine Aufgabe des Kreises, das zu koordinieren, wo wir das machen. Es gibt Kommunen, die sind flächenmäßig, lässt sich da nicht mehr viel zu machen. Andere, die haben große Flächen, und wenn wir gerade auch an den Bereich des Bergbaus hier denken, dann gibt es riesen rekultivierte Flächen. Also
das ist eine Aufgabe, wo der Kreis sich sehr viel stärker engagieren muss, meiner Meinung nach, um damit auch Probleme für die Zukunft zu lösen. Zweites Beispiel. Wieder mit RWE Power zu tun, wieder mit der Energiepolitik. Wir sind mitten in einer Energiewende und wir sind mitten in einem Strukturwandel hier in der Region. Und wir wissen alle, dass wir in den nächsten Jahrzehnten deutlich weniger Arbeitsplätze in der Braunkohle haben werden. Und von daher müssen wir da was tun. Und da gilt mein Dank auch an die Landesregierung, dass ihr relativ frühzeitig auch mit der Innovationsregion Rheinisches Revier, auch mit leichten Anfangsschwierigkeiten, ja, aber ein Instrument geschaffen hat, was den Strukturwandel hier organisieren und begleiten kann. Aber wenn wir die Arbeitsplätze bei RWE und seinen Zulieferern verlieren, die in den nächsten Jahren weniger werden, dann müssen wir auf der anderen Seite neue Arbeitsplätze schaffen. So, wie machen wir das? Was brauchen wir für neue Arbeitsplätze? Brauchen wir nicht nur gute Leute, sondern wir brauchen auch Flächen, Gewerbeflächen. Und die Gewerbeflächen heute sehen anders aus, als sie vor 10 oder 15 Jahren aussahen. Das sind relativ große Einheiten. Schauen Sie sich mal an, welche großen Flächen heute auch ein Logistiker oder ein anderes Unternehmen auch in Anspruch nimmt. Und da brauchen wir eine Koordination zwischen den einzelnen Städten im Kreis. Und wir können es nicht, und es wird auch von der Landesplanung her gar nicht mehr möglich sein, jeder alleine das machen. Und jede städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft zieht an den großen Unternehmen, die wir hier gerne ansiedeln wollen. Nein, das müssen wir koordiniert machen. Und der Kreis kann so eine Koordination durchaus mit seiner Wirtschaftsförderungsgesellschaft, aber auch der Kreis insgesamt bieten. Drittes Beispiel. Infrastruktur. Ob Straße oder Schiene, ob Zug oder Auto, alles ist im Stau oder ist überfüllt. Viele haben hier gerade beim Hinweg gesagt, und ich habe keinen Parkplatz gefunden und habe im Stau gestanden. Andere haben mir gesagt, so und heute Morgen beim Weg zum Arbeitsplatz nach Köln rein oder hier in der Region, der Zug war überfüllt, fuhr nicht, war kleiner. Wir sind im Moment schon an der Grenze dessen, was die Infrastruktur leisten kann. Wenn wir jetzt noch neue Unternehmen, neue Arbeitsplätze schaffen, auf der anderen Seite auch noch viele Leute hier in den Rhein-Erft-Kreis ziehen wollen, dann wird das mit der jetzigen Infrastruktur nicht mehr so weitergehen. Also von daher brauchen wir auch da einen Schulterschluss der Städte mit dem Kreis. Und ich habe das immer an dem Knoten Köln, an dem Ausbau des Kölner Hauptbahnhofes und seiner Infrastruktur festgemacht. Wenn Sie eine Aachener Bundestagsabgeordnete fragen, was ist denn in der Region das wichtigste Projekt, dann muss die sagen, das ist der Ausbau des Kölner Hauptbahnhofs. Im Übrigen, mit der auch die Erft-S-Bahn erst möglich wird. Nur so kriegen wir auch hier in der Region eine ordentliche Zusammenarbeit und so kriegen wir das Geld, was du aus Brüssel und aus Berlin, ja, ein bisschen brauchen wir auch noch aus Düsseldorf hierher schaffst, kriegen wir hier auch die Infrastruktur gebucht. Und dafür brauchen wir auch einen starken Kreis, der hier eine Koordinationsfunktion wahrnimmt und das ein oder andere auch selber investiert. Und nicht nur das Mantra des schuldenfreien Rhein-Erft-Kreises immer vor sich trägt, sondern die Kreisstraßen sind genauso kaputt wie die Bundes- und Landstraßen. Da muss auch Geld investiert werden und da muss auch die ein oder andere Infrastrukturmaßnahme vom Rhein-Erft-Kreis bezahlt werden. Ob das nun Radwege, Straßen oder auch im Bereich des ÖPNV ist. Also von daher, drittes Thema, wo wir einen starken Rhein-Erft-Kreis brauchen. Jetzt habe ich viel von Beton und Stahl geredet, aber ganz wichtig sind natürlich auch die Köpfe unserer Kinder. Also, was tun wir im Bildungsbereich? Und da hat der Kreis auch eine Aufgabe. Der Kreis hat die Aufgabe, für die Berufsschulen zu sorgen und er hat auch das Thema, zumindest teilweise, der Förderschulen. Schöne Grüße von uns allen. Er hat auch die Aufgabe der Förderschulen und der Kreis hat gerade einen Schulentwicklungsplan erarbeiten lassen von einem Gutachter. Aber es gibt keine klare Vorgabe, wie soll es denn da weitergehen. Und gerade das Thema durch die Inklusion auch beeinflusst. Die Förderschulen werden immer kleiner. Wir müssen die eine oder andere auch aufgeben. Wir müssen zusammenlegen. Es kann nicht mehr jede Stadt eine eigene Förderschule haben.
Von daher ist es eine Aufgabe, die der Kreis, die ein starker Rhein-Erft-Kreis auch den Städten abnehmen kann und damit auch eine Versorgung im Schulbereich bieten kann, genauso wie im Berufsschulbereich. Da sage ich auch, für uns als SPD ist es bedauerlich, dass wir hier in Bergheim nicht ein neues Berufskolleg an einem Standort bauen, sondern weiter nur ein halbes Berufskolleg jetzt vom Kreistag beschlossen bauen und das alte Gebäude in der Kettlerstraße wird weiter genutzt. Und jeder, der unterschiedliche Standorte für eine Schule, für ein Unternehmen hat, der weiß, wie schwierig das ist, hier auch das entsprechend vernünftig zu koordinieren. Da gibt es immer Reibungsverluste. Also von daher, auch da wäre ein starker Rhein-Erft-Kreis sicherlich an erster Stelle. So, der starke Rhein-Erft-Kreis braucht natürlich auch Geld. Das ist völlig klar. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir dieses Jahr vom Land Nordrhein-Westfalen im Rhein-Erft-Kreis 21 Millionen zusätzlich in die Kasse gespült bekommen. Der Kreiskämmerer sagt Danke. Und gut ist es. Ganz so einfach ist es nicht. Der sagt natürlich, ja, wir müssen noch einen Teil der Gelder wieder abführen. 7 Millionen gehen an den Landschaftsverband, bleiben aber immer noch 13 Millionen übrig. Dann wird das große Szenario an die Wand gemalt, was wir alles für Risiken haben. Aber jeder, der in den Städten auch Verantwortung trägt, weiß, die Städte haben genauso viel Risiken, vielleicht noch mehr. Und auch bei den Städten gibt es viele Themen, die noch nicht erledigt sind. Aber der Kreis macht die Taschen zu und sagt, liebe Städte, wir erreichen nichts von dem Geld weiter durch eine gesenkte Kreisumlage und seht selber zu, wie ihr mit euren Problemen klarkommt. Wir behalten unser Geld und geben nicht jeder Stadt, wer ja rund eine Million, ein bisschen weniger, die anderen ein bisschen mehr, weiter. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg, wie wir hier vorgehen. Also von daher wäre es schön gewesen, wenn die Kreistagsmehrheit auch letzte Woche beschlossen hätte, dass wir die Kreisumlage senken und damit auch die kommunalen Haushalte entlassen und da das ein oder andere möglich gemacht hätten. Die SPD wäre dafür. Wie Sie sehen, in den Ausführungen waren jetzt relativ viele Konjunktivsätze drin. Sollte, könnte, müsste. Ja, es ist im Moment nicht so, wie ich das beschrieben habe, dass der Kreis diese Funktion wahrnimmt, sondern wir beschäftigen uns mit dem sogenannten Spielwesen. Ich glaube, die SPD glaubt, dass wir da deutlich was verändern können und müssen. Wir werden daran arbeiten. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung. Sie haben also von mir ein deutliches Plädoyer für einen starken Kreis in engem Schulterschluss mit den Kommunen wahrgenommen. Würde mich freuen, wenn viele uns dabei unterstützen. Herzlichen Dank und Glück auf. Applaus